Hallo ihr Lieben, grüßet euch. Heute geht's mal wieder um eine Hausthermografie. Diesmal nicht mein eigenes, sondern vom Kumpel. Und wir haben da ein paar interessante Sachen entdeckt. Lasst euch überraschen. Hier an diesen Fenstern sieht man ganz gut, dass das so Kippfenster sind, die sie so rausschwenken lassen. Das sieht man genau, wo die Schwenkpunkte sind, dass da ein gewisser Wärmeverlust ist. So, hier in diesem Fenster sieht man ganz gut die Rollokästen oben rechts in der Ecke. Da ist ein starker Wärmeverlust drin. Das sind so 4 bis 6 Grad, teilweise 8 Grad, was da Wärmeunterschied ist. Man sieht das jetzt hier auf dem Video nicht bei der ST16. Ich habe den Unique K520 mit der CQUT. Und bei der Steuerung auf dem Display sieht man dann den Punkt, sage ich mal, zentralen Punkt, wo die Wärme angezeigt wird. Und wenn man die Kamera dahin ausrichtet und neben dem Punkt, dann sieht man dann immer die Gradzahl, was für Unterschiede da drin sind. Das ist ganz interessant und jo, man sieht halt da, dass da in dem Rollokasten da die Wärme halt flöten geht quasi. Da muss der Kumpel mal aufmachen und mal gucken, was da los ist. Und die Drehpunkte, da müssen wir auch mal gucken, ob da die Dichtung neu in Ordnung sieht. Man sieht halt genau hier, wo es ganz hell ist, in der Mitte des Fensters, da sieht man genau die Drehpunkte von den Fenstern, wie ich eben schon erwähnt habe. Ja, fliegen wir mal ein bisschen dichter dran. Und da ist auch die liebe Hope, die uns gerade zuwinkt. Hallo Hope. Da habe ich jetzt extra mit dem Kopf ein bisschen hin und her gewackelt anstelle von winken. Was man ja auch ganz gut sieht, ist die Unterschiede zwischen dem Mauerwerk. Das ist diesmal ausgemauert worden, alles zwischen dem Gefache. Und dass da trotzdem Wärmeunterschiede sind, aber die sind so gering, das ist eigentlich alles in Ordnung. Ich sag mal immer, schlimmere Häuser sind eigentlich so 70er Jahre, wo das Baumaterial so schlecht ist. Also das ist bei denen hier alles noch ganz gut. Ja, das Wetter war auch ganz gut. Es war ziemlich windstill. Da kann man natürlich so Faxen machen und nochmal ein bisschen dichter ans Haus fliegen. Da geht das alles noch. Ja, auch hier ist am Jalousiekasten wieder Wärmeverlust und wieder bei den Drehpunkten. Teilweise sieht man auch unten bei den Fensterbänken, dass da die Wärmeisolierung nicht so gut ist.
Die haben damals so dicke Fliesensteine da drauf gemacht und wenn die da direkt bis unter das Fenster gingen und da keine vernünftige Isolierung ist, dann überträgt das auch nach außen sehr stark. Wenn man dann so ein bisschen vergleicht mit meiner anderen Thermografie, bei dem anderen Fachwerkhaus, da sind Kunststofffenster drin gewesen, hier sind jetzt Holzfenster drin. Da sieht man auch, die dünneren Holzfenster, da überträgt doch ein bisschen mehr die Wärme, oder ist ein höherer Wärmeverlust drin als bei den Kunststofffenstern. Kommt halt auch immer darauf an, wie viele Kammern die haben und da gibt es halt große Unterschiede, sage ich mal. Man sieht auch genau, dass bei den Balken eigentlich der kleinste Wärmeverlust ist. Die sind halt relativ kalt. Das heißt, die haben nach innen eine gute Isolierung. Was man hier auch ganz gut sehen kann, ist bei der Dachfläche, dass der innere Teil der Fläche, da wo eigentlich die Mauern hochgehen und abschließen, dass da die Ziegeln wärmer sind als die Außenkanten. Das zeugt dafür, dass die Decke nicht hundertprozentig isoliert ist und da in das Dachgeschoss mehr Wärme hochgeht und da die Ziegeln da überhaupt nicht isoliert sind. Ich sag mal, die ganzen Dachschrägen sind überhaupt nicht isoliert, sonst wäre es auf dem Dachboden, würde dann die Wärme zumindest in den Dachboden übergehen und würde da so ein bisschen noch vorbei. Aber das geht halt komplett in die Ziegel und nach außen über raus. Das heißt, das ist die Isolierung von der obersten Etage zum Dach hin, die ist nicht so astrein. Da haben wir dann sehr interessant entdeckt, dass da ist das Dach, was zu der Giebelwand geht. Da ist oben ein sehr hoher Wärmepunkt, wo ein großer Wärmeverlust draus ist. Das Blöde ist, das ist eigentlich ein Boden, der gar nicht, wo keine Wohnfläche drunter ist. Das heißt, da drunter die Wohnung, die hat an der Decke eine schlechte Isolierung, dass die Wärme in den Raum übergeht und da rausstrahlt. Das heißt, wir müssen da nochmal genau reingucken. Es könnte auch sein, dass da irgendwelche Heizungsleitungen langgehen, die vielleicht nicht isoliert sind und da nacharbeiten. Aber da muss der Kumpel dann halt mal schauen. Da sieht man auch ganz gut, dass die Bleche eigentlich sehr kalt sind, aber die Stellen, wo die Bleche dann auf dem Dach auffliegen, dass da an der einen Stelle hauptsächlich rauskommt. Und da haben wir so bis 8 Grad Wärmeunterschied gehabt. Das war schon wirklich krass. Ich habe dann gleich auch nochmal umgestellt von Rainbow auf Fusion. Das heißt, dass da andere Farben kommen und da muss man ja auch mal ein bisschen was testen. Und da hat man das auch nochmal ganz gut gesehen. Und unten an dem Fenster, da sieht man auch, dass es eigentlich so ein Bodenteil, was gar nicht geheizt ist. Aber da ist ganz schön Wärme, was da flöten geht quasi.
sieht man dann auch wieder, dass die Fenster an der obersten Seite ein bisschen mehr Wärmeverlust haben. Das ist auch ganz normal die Wärme im Raum, wo halt sie ja oben ist ja das wärmste Punkt und von daher geht da natürlich auch die meiste Wärme raus. Und das ist natürlich auch in der Höhe von den Jalousiekästen und hier geht das eigentlich mit den Jalousiekästen noch, aber da sieht man dann auch die Holzfenster, dass das da nicht so gut ist, dass da die meiste Wärme noch flöten geht. So, ihr Lieben, das war's dann mal wieder. Es kommt die Tage dann auch noch ein anderer Film raus, wo wir wieder ein bisschen, ich habe dann mal einen Test gemacht mit dem RTH, RTL, wie das bei dem Return to Lunch, wie es beim H520 heißt. Und das habe ich mal so ein bisschen getestet. Und auch einen weiten Test gemacht, weil ich hatte vor kurzem einen Flug gehabt, da habe ich bei 200 Meter schon Funkabbrüche gehabt von einem Videobild. Und jetzt war ich an einer anderen Stelle und siehe da, bin ich gleich 600 Meter gekommen. Und dann haben wir da auch schon aufgehört, weil dann hat man schon kaum noch gesehen. Ich hätte dazwischen zwar noch einen Spotter stehen, aber trotz allem, es ist immer besser so. Ja, dann macht's mal gut, bis die Tage. Und auch wie immer, vergesst nicht, wenn es euch gefallen hat, Daumen hoch. Das tut auch nicht weh, kostet auch nichts, genau wie abonnieren. Danke, bis demnächst.